Ich Ich sag mal weiß auch nicht. so, das, was ich jetzt gemacht habe, sah jetzt auch nicht unbedingt schön aus, aber es ist effektiv, es hält das Gezeugs draußen. Und ich kann tatsächlich hier mal Fenster aufmachen. Ach, schön und praktisch sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe jetzt auch, während Kisu nicht da ist, habe ich einfach mal im gesamten Haus jedes Fenster aufgerissen. It's still Ist fucking vielleicht sogar warm. nicht die beste Idee. Eigentlich ist es Du, gut, hier oben, morgens nein, hier und. oben steht die Luft. Sie Ja. steht. Sie steht still. Ach so, du bist die letzte Etage vom Dach, oder was? Ja. Ja, okay, das, Hier dann hast du die zirkuliert Arschkarte. nichts. Ja, dann hast du die Arschkarte. Deswegen, ich muss alle Fenster aufmachen, damit hier wenigstens etwas Luft reinkommt. Weil sonst ist das hier wie auf einem in einem Hochofen. So, jetzt muss ich mal gucken. Stimmt, wir sollten ja Chocobos reiten gehen. Oh ja. Das ist alles der Oh, dann Kram. kommt heute die Quest. Oh, es wird so toll, wenn du jetzt zu den Chocobos gehst. Ich glaube, ich gehe straight zu den Chocobos, weil das ist gerade das, was am nächsten ist. Da sind noch ein paar Hans in der Nähe. Deswegen mache ich, glaube ich, erstmal. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Ich geh zu den Chocobos. Everything in order. Yep. Oh, ich habe All ganz right. vergessen, wir haben ja jetzt so unseren Regal ja so schön auf Orange. Mach das Radio Was an! ist. Boah, das ist eine Menge Experience. Schön, mag ich. Hm? Ich habe gerade eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Das Fand ist ich gut. gut. Habe ich jetzt zweimal? Okay, habe ich zweimal das zu einer Tür. Gut, alles klar. Dann habe ich die Quest sogar schon mal gemacht. Da kann ich Das mich gar Spiel mal nicht ein mehr bisschen dran erinnern. lauter machen. So. Oder? Ah, Menschen, die was von What do mir you say we wollen. take a souvenir shot? Achso, ja, klar, mach ein Foto. Ja, yeah, mach go Foto. for it. Ich hab Foto. Woohoo! Den Aber Flug Eis. verziehen, der Basis. Moment. Prompto, da waren wir gerade. Ja, das You ist immer das fucking Problem. Dimwit. Wir waren Das vor 2 Sekunden da. should be a Das nice ist das change of Problem pace. mit dem mit Promptos. Ich möchte ein Bild da machen. Prompto sagt immer zu spät Bescheid und Ignis fährt dann zu schnell weiter. Fucking Dipshit. Ah, hier. Was sind halt Take a shot from gratis here. Erfahrungspunkte? Das ist Good halt schön. call. Now Ja. it's Und schöne picture time. Erinnerungsfotos. Eben die Bilder sehen immer geil aus. Ja, die Macht des Selfies machen. Und probably hat Ignis dann jedes Mal eine neue Rezeptidee. Ready or not? Ich esse Ja, das Eis. Hast du sowieso. eine neue Rezeptidee? Come up with a new recipe. The gang's all here, see? Us? Ja, easy Erfahrung. Easy peasy. Lemon squeezy. Ich weiß noch nicht immer, ob diese Quests irgendwie für 100% gelten Everything in oder. order. Ich Yep. glaube nicht, oder? Das Ich wäre meine, weird. es ist eine Nebenquest. Auch wenn du sagst, nein, ich möchte da kein Foto machen, dann wird die Quest einfach halt in Kommt die sie dann mal noch. wieder? Kommt sie, nee, kommt sie in die noch zu machen Liste. Ah. Ist wohl eine offizielle Quest, die halt da aufploppt. Maps. Nur ich habe keine Ahnung, ob das zu 100% gilt. Oh shit, jetzt fahren wir sogar durch einen Tunnel. Tunnel. Wir fahren durch einen Tunnel. Stockt aber gerade bei dir im Stream. Verlierst du Frames? Nö, keinerlei. Also, Null verlorene Frames. dann ist Twitch gerade kacke. Ah, cool. Weil Twitch macht gerade laggy, Dick. laggy, laggy. Ah, hat sie es jetzt gefangen? Scheinbar. I might have asked before, but is Ebony really all that good? I might have answered before, No, but but yes, it careful. is. Ich muss erst mal Kaffee trinken. Ja, lecker Ebony-Kaffee. Braucht er für seine neue Rezeptidee? Ja. Also, ist einfach nur sein Lieblingskaffee.
Also er immerhin, wäre der beste Freund für wohl. Immerhin hat er einen, hat er einen Dosenhalter da vorne drin. Mhm. Integrierter Getränkehalter. Was schön ist, für die gesamte Fahrt ist diese Dose da. Das ist ein schönes Detail. Und wenn es regnet, machen sie sogar das Dach rauf. Und das ist... Es ist, ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde das cool. Mhm. Ja. Ich meine, klar, wenn es regnet, fährst du nicht mit dem Cabrio durch die Gegend. Natürlich nicht. Und nur um das mal... Okay, die Minimap musste laden. Ja, manchmal hat sie das. Hat auch bei mir auf der PS4. Das manchmal. Ja, ich habe gerade gedacht, so, oh geil, ich fahre eben nichts. Ja, aber es hält sich sehr schnell. Also, ja, ist ja nur die Minimap, nicht, ist ja nichts Dramatisches. Ja. Du fährst nicht plötzlich ins Nichts. Ich fahre auch ehrlich gesagt ungern selber. Einfach weil ich sparen möchte, to be honest. Was machst du? Ich fahre ungern selber. Also ich fahre an sich schon gern selber, aber ich weiß ganz genau, dann muss ich danach mein Auto wieder reparieren. Und zwar drastisch, so wie ich mich kenne. Du kannst auch kein Auto fahren, Shadow. Schusch. Halt's Maul. They don't need to know. Du hast keinen Führerschein. Ja. Ich will mal die Straßen loslassen. Man hat doch damals gesagt, Trump wollen sie nicht als Präsidenten haben. Schau mal einer, guck. Das sind eine Menge Gegner, Jesus. Eine Menge Gegner. Das sieht hier mehr aus wie ein Campingplatz. Now this is what I'm talking about. Würdest du bitte angreifen, Noctis? Danke. There are worse vices, I suppose. Also jetzt mal, Gladio, also hier Chocobos zu mögen, ist jetzt nichts Dramatisches. Chill mal deine Zone. Hast du irgendwas? Sogar tatsächlich neue Waffen, tatsächlich mal. Tatsächlich. Ich hab gut Geld, also von daher. Pleasure doing business. Ja, wobei ich glaube, Ignis hat einen guten. Nehmen wir mal für mich mit. Enter, Messer! Kommt da wieder der Norddeutsche bei dir durch? Ein bisschen. Was dagegen? Oh, endlich gibt's Schilde! Oh, cool! Shadow, nix, was dagegen hilft! Was? Welcome to S-Entry Mod. Now you can type Emote Hydrate to toggle the Emote Mode when sending hydration device. So, jetzt jeder Emote spam, wenn er was trinkt oder was? Na, dann was? Das will ich jetzt ausprobieren. I'll see you later. Meine Güte. Weißt du, die ganze Zeit ist hier windstill, aber jetzt auf einmal, wo ich meine Rollläden mal runter machen muss, weil ich sonst hier kein Stück sehe. Ach stimmt, der Zeit. Oh Gott, die Boys sind sogar nass. Ja. Das ist ein Traum für alle Frauen. Feuchte Boys. Ja, das sind die feuchten Boys. Du könntest sie auch die Wet Street Boys nennen. Wow. Alter. Die Wet Street Boys, Alter. Glaub's ja wohl nicht. So, jetzt kann der Dude endlich mal ein Schild tragen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, das ist das bei dir. Da hab ich mir schon gedacht, da hast du nichts Besseres. So, Leute, ich muss jetzt los. Meine Mitfahrerin ist da. Ja, ich muss jetzt mal aufbauen gehen. Tadalö. Da. Weg ist sie. Weg ist sie.
Wer war die Frau? Keine Ahnung. Kanntest du die? Nein. So, wie sieht es denn mit den Fähigkeiten aus? Achso, ich habe nur 32 Punkte. Ja, denn. Alter, ich explodiere alles. Ihr fliegt gleich alles in die Luft. Okay. Excuse me. We'd like to ride the Chocobos. Ich weiße Haare? Hä? Das ist, gibt mir weiße Haare. Wie cool ist das denn? Ich mag den Bug. Sieht aus wie Ultra Instinct Goku. And to prevent accidents and tragedies, we have no choice but to suspend rentals. But hold on. Ich find's geil, dass hier jeder so ein texerischen Akzent hat. Im Englischen. Gut, nicht alle, hauptsächlich halt die ländlichen Leute. Ein Behemoth klatschen. Tu's ja gerade so. Tu es! Das ist eine der schönsten inszenierten Quests in diesem Spiel. Okay. Außerdem willst du doch den Chocobos helfen, oder nicht? Definitely. Was kann prompto angelegt werden? Erhöht gegenwärtig die Zahl der Fotos, die am Tag gemacht werden können. Alter, ernsthaft? Das ist ein Equip-Ding, was ich ausrüsten könnte? Naja, wenn du diesen Skills aktivierst, der halt für jedes geschossene Foto Fertigkeitspunkte bringt. Ja, gut, dann kannst du dich natürlich damit gut hochleveln. Ach ja, stimmt ja. Ich mach dich fertig. So nasse Boys, ey. Das ist nicht over, bevor du sagst, dass es vorbei ist? Ja, dann ist es jetzt vorbei, weil ich das sage. Bam, 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 aha. Bam, bam. Oh, guck mal, hier liegt was auf der Bank. Wahrscheinlich hat er wieder eine Z-Idee. Kosmologie. Irgend so ein Space-Buch. Ja, das ist einfach so, um so ein bisschen die, Was ist los, Ignis? Keine Rezeptidee? Ja, das ist so ein bisschen, um die Lore ein bisschen noch zu erweitern. Also, wenn du dich für die Lore interessieren würdest, dann würdest du da dein Fett für kriegen. Wie können sie nur so stark sein? Ich frage mich. Okay, wie sick. Also Futter für die Chocobos und für die Menschen? Okay. Lecker Gisar-Chips zum Beispiel. Wie gesagt, wenn du genug Geld hast, kauf dir jedes Essen, was der Typ zubereiten kann. Damit Ignis die Rezepte dafür lernt. Ach du Scheiße, jetzt gibt's auch Sticker für mein Auto. Ich hol mir die jetzt mal nicht. Zumal weil die auch teuer sind. Ich benutze sie kaum, also. Außerdem. Ich meine, du musst sie nur einmal kaufen. Aber denk dran, jedes kleinste bisschen Zeug, was du von Gegnern kriegst, kannst du verkaufen, wenn es nicht unbedingt in Magie einschmelzen willst. Also, da kannst du dich ordentlich reich mit verdienen. Besonders wenn du viele von diesen Magitech-Soldaten killst. What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. I've come up with a new recipe. I can taste this for you. Ich hab nur eingekauft. Ja, aber du hast neue Zutaten gekauft. Aber auch Ignis nur einmal drauf gucken und sich und dann denkt er sich da. This will really fatten you up. Duh, it's fat chocobo feed. Hier ist noch eine Quest? Oder warte mal. So what'll it be today? Ach so, bei dem Typen kann man futtern und kriegt Infos. Ah. Er ist praktisch das Restaurant in dieser Stadt. Ja, in dieser Farm. Ah, ein paar. Und Exorzismus im Nebel. Nee. Ja, Exorzismus im Nebelwald gibt's hier. Ja, und Federn, Klauen und Fänge. Das ist die Quest, die ich meinte. Die ist richtig schön. Federn, Klauen und Fänge. Okay.
Nee. Schrecken von Dusky? Ich wollte gerade sagen, das sieht mir aus wie ein Behemoth. Ja, Schrecken von Dusky war's. Ja, das hat ja auch mit dem Chocobo zu tun. Mal ein paar Ortsinfos. Campingplatz, Parkplätze, Lots and Stuff. Lots and Stuff. Try the house special. Boah, geil. Sandwiches. 800 Gil für ein fucking Sandwich. Naja, sind 8 Euro halt, ne? Wenn ist, du so umrechnen willst. Ist das so umgerechnet denn? Okay, man muss aber auch sagen, die Sandwich, die sehen gut aus. Und ich habe jetzt schützt vor Frosch. Ja. Ich meine, du wirst höchstwahrscheinlich keinen Gegner begegnen, der hier in Frosch verwandeln will. Aber... Moment, es gibt Gegner, die mich in Frösche verwandeln können? Das ist eine Zustandsveränderung in diesem Spiel, ja. Ach du Scheiße. Und weil ich glaube, es gibt nur irgendwie 2 oder 3 Bosse, wo das wirklich, wo es wirklich oft triggert. Und da bist du noch lange nicht. Das sind Postgame-Bosse. Ach guck mal, der Behemoth ist sogar gar nicht mal so weit von hier. Hm, ist nur blöd hinzukommen. Ja, ich glaube, ich sehe, was du meinst. Ich muss da irgendwie an den Hügeln hier vorbei. Ja, du musst einmal an dem gesamten Berg rundherum rennen, damit du wirklich da in diese Ecke kommst, wo du bist. Oh shit. Und es grummelt schon. Und schmeißt Bäume um, okay. Dann bin ich einfach nur blöd gewesen und hab's einfach nicht, hab einfach den Eingang gesehen. Ich meine, es ist genau daneben, also. Ja, irgendwie bin ich immer so rechts rum vom, von der Farm rausgelaufen und dann halt so. Einmal um den gesamten Berg rum. Okay. Und ominous music. Und ich habe irgendein Schnurrhaar gefunden. Also irgendwo, egal was hier war, es schnurrt jetzt nicht mehr. Pionki Schnurrhaare, verkauf sie immer, kriegst einfach viel zu viel von den Dingern. I can't see shit. Erstmal wieder ins Gameplay reinkommen vor allem. Their opening. Destroyed. Destroyed. Where'd you lay that one, Noct? Die Schnurrhaare. Vier haben wir die Schnurrhaare rausgerissen. RIP. Noch ein Schnurrhaar. Getting lots of Schnurrhaar. Mhm. Na, guck mal, was haben wir denn hier? Ein Drillhorn. Ein Drill, das hornt. Oder ein Horn, das drillt, je nachdem. Vor allem Hauptsache, wir sind hier im Wald und es gilt irgendwie als Mini-Dungeon auf der Karte. Mhm. Was haben wir denn hier? Ein Behemoth-Horn. Okay. Das ist Essen ein bisschen. Schmeckt bestimmt gut. Lecker frischer Behemoth. Ein Behemoth-Horn. Hm. Und noch ein Schnurrhaar. Oh shit, Captain Survival geht vor. It's so sneaky. Oh fuck.
Ach du Scheiße. Denk dran, du hast ein Behindertenhorn gerade gefunden. Ja, jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Das Ding sieht aus, als könnte es nicht nur der Schrecken der Gegend hier sein, sondern, ne? Das Ding sieht ein bisschen brutaler aus. Das ist ein Handicap. Blind auf einem Auge. Oh ja. Das wird's bestimmt richtig handicappen, wenn es dir beide Arme mit einem Zahn rausreißt. Ach du Scheiße. Böse alte miese Katze. Das klingt einfach nur wie so ein Löwe. Here we go. Das könnte ja jetzt witzig werden. In das Ding soll ich kämpfen. Passt schon. Joa. Ich hab in meiner Zeit schon größere Sachen umgefahren. We'll stay in range until we can exploit its blind spot. So neblig hier. Naja, du jagst einen Nebel auf mir, also. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass es das hier mit dem Ding so legit nimmt. Ominous Music. Während es hier viel zu warm ist und draußen schon wieder diese dreckige Töle rumkläfft. Ganz ehrlich, schmeißt das Vieh in den Ofen und dann ist gut. Der Rest macht sich von allein. Exercise due caution. We've got the beast in our sights. But no plan of attack. The behemoth should be headed back to its lair, where we can catch it fully off guard. Yeah, as long as we stay on guard ourselves. Unbemerkt. Ah, geil, Stealth-Mission. Ich mag das. So ein Riesenviech so hinterher zu schleichen. Geht auch nicht lang. Sei denn, du machst es lang, wenn du es failst. Ja, höchstwahrscheinlich, weil ich hasse Stealth-Missionen. Ich sehe es! Ich sehe es da! Wie kann ich es also aus dem Auge verlieren? Ja, die nehmen das nicht so ganz genau. Jetzt wittert mich das Ding. Erst bin ich ihm. Sag mal. Solange der Schwanz außerhalb des Nebels ist, bist du weit genug weg. Oh Gott, muss ich es echt bis dahin verfolgen, wo die Markierung ist? Ist nicht lang. Nee, es sind nur 160 Meter. In Slow Motion. Im Grunde genommen sind es eigentlich nur minus 120. Das letzte bisschen, das wirst du gleich sehen, ist keine. Ist der Hauptmission mehr. Da. Hinterm Baum verstecken. Ich find's geil, wie ich casual hinter dem Vieh hinterher jogge. Like it's no big deal.
Ey, Prompto, mach mal ein Foto. Hier im Nebel. Während ich hinter so einem derben Baymod hinterher jogge. Ja, ja, chill. Ich jogge jetzt schon die ganze Zeit hinter dem Vieh und es hat mir noch nicht bemerkt. Ja, halt, solange der Schwanz halt komplett sichtbar ist, aber der Körper so halb im Nebel. Hast du so eine Reichweite, dass das Spiel nicht meckert, aber das Nebelauge auch dich nicht bekommt. Okay. Und weg ist es. Versteck erreicht. Zwei solche Feldspalten betritt die Ruinen. Okay, Chef. Und dann ersticht das Vieh. Ich werde lieben, was ich während der Quest bekomme. Du meinst das, was du mir jetzt schon mehrfach im Chat gespoilert hast? Ja? Mein Lieber, ich bin schlecht. Wie sei... Nee. Du hast es nicht gespoilert. Nee? Nein. Na gut. Wie sind die jetzt vor mich gekommen? Frag nicht. In Wirklichkeit bist du die ganze Zeit im Koma und diese Menschen bildest du dir nur ein. Cool. Ich hätte gerne mal wieder Feuer. Das ist sogar eine gute Idee, jetzt Feuerzeuger zu machen. Ach, ist das Ding feueranfällig? Nein. Nein. Aber du wirst gleich sehen, warum. Miep. Ja, miep. Nebelauge besiegen. Meine Güte, den ganzen Tag über, ne? Windstill. Natürlich genau jetzt. Awusch. Awusch. Es ist trotzdem nur noch scheißen warm. Es ist eine warme Brise. Nicht nee. Stehende Luft. Das ist auch nicht, das ist auch nicht so... Die Ölfässer mit Feuer. Ah, okay, verstehe. Mhm. Ah. Fokus! Rather enormous. Ich hab daneben geschmissen. Ich hab ihn anvisiert und daneben geschmissen. So. Kriegen wir ja trotzdem noch hin. Müssen wir ein bisschen auf den Cooldown warten. Aua. Ich mag einfach, dass die Nebel auch so inszeniert wird. Ja, doch. Die meisten anderen Quests sind halt, geh zum Ziel, Gegner spawnt, Klatsch ist tot. Aber Nebelauge hat so diese kleine, schöne Story. Ist gut jetzt, ich hab's begriffen. Krieg ich auf den Sack hier. Und dein Stream macht wieder Mocken, oder? Ja, aber es liegt nicht bei mir. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Achso, ich kann nicht. Kann ich jetzt alles machen? Ja. Au. Das ist nicht schon tot.
Ja gut. Oh. Ja gut, okay. Ich wollte jetzt gerade aus Gewohnheit an das Ding rangehen und es ausnehmen. Sounds like someone's in a good mood. Basking in our hard-fought victory, I presume. Was haben wir denn hier noch? Eine kaputte Mundharmonika. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das Ding gut war. Ich glaube, es ist einfach nur zum entweder synthesisieren. Mega krasser Slide. Ja, normalerweise hättest du auch auf der, kannst du auch auf der anderen Seite da rein, aber es wäre dir unmöglich gemacht geworden wegen ein paar blöden Blechen, die davor lagen. Aber jetzt kannst du halt, wenn du nochmal in dieses Gebiet willst, einfach dahin. Auch von der anderen Seite. Ja gut, jetzt habe ich das Vieh weggebolzt. Hm. Warte mal, die Chocobo ist endlich sicher. Ja. That's it! Oh. Ja, während wir offenbar von Monstern entdeckt werden, Ignis, geiler Job. Nimm diese Scheiße jetzt auf, du Bilbo-Head. Oh mein Gott, Noctus, du fucking Dildo. Während du kämpfst, kannst du nicht auf. Ich kämpfe ja nicht mal, die schnüffeln nur an mir. Ja, aber halt solange dieser rote Balken da oben ich ist. Ich weiß nicht mal wo. Biggie, go for it! Aha. Jungs, wo ist euer Problem? Es ist nichts in der Nähe. Die da hinten? Die Kröte da 10 Meilen hin. Das Ding da hinten! Die Kröte. Da ganz weit hinten! So, du Kröte, jetzt gib Ruhe, ich will den Zeug hier aufheben. Heb den Zeug jetzt hier auf. Wir müssen hier raus, bevor es richtig dunkel wird. That's it. I'm coming with a new recipe. Roots of Nature. Sonst ist hier irgendwo. Ja, warte mal. Auf dem Weg dahin ist ein Zeltplatz. Trifft sich ganz gut. Seems we found what we were looking for. Und hier ist offenbar. Oh! Ready! Komisch, diesmal hat der Team Link funktioniert. Ja, das sind wow, den hab ich noch nie gesehen. Oh, krass. Ich hab immer noch nicht so ganz raus, wie man den triggert. Ich habe ihn noch nie getriggert, also ich kann dir erst recht nicht helfen. Irgendwie manchmal macht das und manchmal nicht. Ja, du musst irgendwie in der Nähe von deinem Gefährten sein und dann musst du Glück haben. Da gibt glaube ich auch später Items, die das verbessern oder so. Aber die habe ich nie angelegt. Deshalb. Oh, hi there, opening. Ich kann halt die Schaffe. Nice one, Prompto. Surprise Combo! Surprise Butt 6!
Er schmeißt den Speer in sein Gesicht. Oh, hi there, opening. Oh, hi there, Gebüsch. Nice one, Bronto. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, hi there, opening. Jagdziel erledigt, cool. Einfach mal so nebenbei. Sehr praktisch. Nachts ist Reisen gefährlich, ich weiß. Habe ich schon mehr als einmal begutachten dürfen. Aber ich bin hier gerade in der Nähe und so ein Typ steht hier einfach. Mit einer Aufgabe. Wenn du hier für das Hunten bist, mach es woanders. Ich will nicht, dass ihr Jungs die Fische schreien. You're into fishing? Jetzt sag mir nicht, der hat eine Anglerquest. Doch. Yeah, I fish whenever I can. Well, du wirst sie lieben. Fishnut. Come on, let me show you a good spot. Okay, die war, der war glaube ich auch auf meiner Karte, der Angelspot hier. Mhm. Ist das jetzt eine Quest? Ja, ne? Muss ja. I haven't seen you around these parts before. First time here? Something like that. Well, my name's Naveth. I've traveled the whole world just about, looking for new fishing. If you're as keen as you say, what do you say to a challenge? A challenge? A crag barramundi. Lurks in these waters. Catch him, and I'll make it worth your while. Okay, I'll do it. I like your spirit, my boy. My boy! Das ist Rüdiger in Alt. Gleichgesinnte, ein Felsbarramundi-Fang. Und was wollen wir wetten, dass das total abfuck ist, den zu fangen? Fishing looks good here. We may well be in for a fish. Ich doch mal nichts dazu. Also ist es. Ja gut, ich will jetzt nachts nicht unbedingt angeln. Das sollte ich dir übrigens jetzt mal sagen. Du kannst unterschiedliche Fische fangen, je nachdem, welche Tageszeit es ist. Ach was. Ja. Also tagsüber kommen die häufiger, während nachts die häufiger nachts kommen. Nachts andere Fische kommen halt. Ja. Macht eigentlich auch Sinn, ne? Ja. Ich meine, ich glaube, das ist Rüdiger, als der hat sich zur Ruhe gesetzt und ist Profi-Angler geworden. Na, come on with a new recipe. So, aber erstmal die Welt ihrer Elementare berauben. Das ist ja einfach mal so Schockkristalle rumliegen. Immer, finde ich immer interessant. So, dann können wir zelten. Da kann Ignis wieder. I had a recipe, und dann ja. Achso, Eis ist voll. Ja, geil. Seid ihr sicher, dass wir hier campen wollen? Dieses Ding ist da gerade hinten aus dem Boden gekommen, probably. Ja. Ja, oder? I can't tell. Nee, ich höre hier creepy Lachen. Was ist das? Was ist das da? Hä? Andy? Ja? Was ist das? Moment, warte, was? Ich höre hier im Wald so creepy Lachen. Hier ist irgendwas gespawnt gerade. Und jetzt höre ich so eine... Da hinten sehe ich was. Jetzt muss ich gerade mal warten, dass du still bist im Stream. Das könnten Goblins sein. Weiß nicht, ist ein bisschen besorgniserregend für Goblins. Was ist das? Achso, das ist... Keine Pussy und guck nach. Achso, das ist nur Level 12, na dann. Ach, das ist so eine Witwen-Bitch nur. Ach, die. Hab mich schon gewundert. Ja, das ist ja... So ein Ding habe ich ja schon mal umgebracht. Okay, zwei davon. Ja, ist auch kein Ding.
Ich nehme guten Feuer-Damage. Oh, hi there, opening. His business is poor. Clean your glasses. Capital idea, no? No one miss your nice guy. Oh, das ist der Große. Okay. Okay, kids, time to run. We had our fun. Das war der, da war der Große. Aber wir können uns bald schon mal mit dem anlegen. Ich meine, wir sind jetzt Level 19. Selten. Beachte gar nicht, dass 5 Meter entfernt diese Kreaturen rumlungern. Zeltplätze sind magisch gesichert. I'll call bullshit on that, but okay. Was haben wir denn da jetzt? Schnitzel in Tomaten. Oh ja, komm. Das ist sogar Ignis Lieblingsessen. Dann kriegt er jetzt mal sein Lieblingsessen. Gibt's halt Schnitzel in Tomatensoße. Ja, nee. Sieht sogar. Ich habe zwar keine Ahnung, warum er mir Heu auf den Teller packt, aber gut. Heu? Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. So Krautsalat oder sowas? Ja, wahrscheinlich sowas. Aber dafür müsste ich jetzt wissen, was waren die Ingredienzen, dass ich da irgendwie Sinn machen konnte. Hey, this one's pretty good. I know. This is pretty. Gladio sieht da mehr aus wie irgendwas aus Outlast. Alter. Oh yes. Striking a pose. Quit it. My likes. Quit it. Na, habt ihr auch so gut geschlafen? Und alle so. Oh, guck mal, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja mal angeln gehen. Das mögt ihr doch alle so sehr. Weißt du, das Angeln in dem Spiel ist so fucking simpel, aber ich liebe es. Es ist schön gehalten. Was ist das denn da hinten im Wasser? Das ist ein Monster. Nee, wirklich. We're here. So, dann wollen wir doch mal. Schlangenkopf. Hier, den brauchen wir. So, der alte Sack will, dass ich ihn so einen Fisch fange. Dem fange ich einen Fisch. Ich als Hamburger sollte das ja kein Problem sein. Genau. Hier, Fischi, Fischi. Das liegt euch ja im Blut. Mhm. Prompto, hör auf zu niesen. Verscheuß mir noch die Fische. Na? Du dreckiger Drecksfisch. Einfach dann so, ne, finde ich dann. Oha! Okay, egal was das für ein Fisch ist, der hält ja mal gar nichts aus. Gibt doch die super easy. Ja, gibt doch solche. Blaukiemling. Hier kann man immerhin jetzt wieder sehen, was im Wasser ist. Das letzte Mal, als wir in diesem Tümpel waren, ne, da war ja, hast ja gar nichts gesehen. Oh, das ist ein größerer. Oh, das ist ein großer. Oh, das ist ein großer. Oh, Ignis, heute wird geschlemmt. Die Klappkaust.
Oh, fucking hell. Oh nein. Oh no, you don't. Ooh, spicy. Get over here. Ist das der Fisch, den du gesucht hast? Nee, ein Leucht... Ein... Was? Ein Fisch. Beiß. Ich weiß genau, du willst es. Wusste ich doch. Der hält ja auch nix. Alter. Kleiner Fisch. You did good. Blau-Chiemling. Auch nicht das, was ich aus dem Wasser ziehen soll. Ich versuch's mal woanders. Oh, mal hier. Blödes Vieh. Hupala. Auch so ein Schwächling. Der ist nur am Rumzabbeln. Great job, Nock. Och ne, wie putzig! Vor allem das Fischen, ne? Weißt du, immer wie so ein Boss-Encounter irgendwie. Ich liebe das. Was für ein Mist. Vielleicht kämpft gerade gegen einen großen Boss und irgendwie glitsche ich dauernd durch den durch, anstatt irgendwie das zu machen, was das Situationskommand von mir. Nice. Okay, das ist auch unverwundbar. Ein Astro-Barsch. Ein Astro-Arsch. Respool the line before it's too late. So einen guten Backfisch hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Einen guten Backfisch? Ist ja nicht so, dass ich einfach bei mir auf den Markt gehen kann und dann habe ich da Backfisch. Wie du. Ich müsste auch früh aufstehen auf dem Fischmarkt. Muss ich von Leuten anstreuen lassen. Das alles. Ja, alles toll ist jetzt. Dafür kriegst du ein leckeres Brötchen. Ich sag dir, also, wenn du auf Fisch stehst vom Fischmarkt, geileren Fisch kriegst du nicht. Ja, kann ich glauben. Aber ich habe ja nicht die Option. Das frischeste, was ich hier habe, ist Flussfisch. Haha! You've improved. Ist auch nur ein. Ich soll doch hier, warte mal. Den Fisch, den der Typ haben wollte, den soll ich doch hier kriegen. Naja, da war dir die Quest getragen. Ja, der Typ ist eigentlich, glaube ich, straight neben mir. Ja, dann hast du wohl einfach nur die falschen Fische bisher geangelt. Einfach kein Fischglück. Das Witzige ist ja, ich habe komplett andere Köder, ne? Als ich eigentlich sollte. Naja, aber ich glaube, der Tutorial-Fisch, also das ist ja deine erste Mission von ihm, die ist egal, welchen Köder, die, ich glaube, die reagieren auf alle Köder. Not feeling ambitious. Falsche Uhrzeit. Ah. Na, der ist auch ganztägig verfügbar. Also... Du musst einfach nur Glück haben. Beginner's luck. Das ist schon wieder so ein Schwächling. Last one. You said that last time.
Wir können da Moment. Ich reset mal. Aufhören. Und dann mal. Aufgaben. Nicht gerade. Aufgaben. Ey, was? Ach so. Ja. Yeah. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber Dinge passieren. If you're talking grilling, nothing beats Barramundi. Try it. Take your time, my boy. Nice and easy. That's the name of the game. Warum kann ich das nicht benutzen? Ich benutze L2. Fucking hell. Ich benutze L2. Ich soll aber hier angeln, ne? It's showtime. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum, aber meine Beschwörung funktioniert nicht. Mano. Flunk. Won't get a good cast like that. Put your back into it. Hier sind ein paar viele. Oder auch nicht. Ah. Komm schon, du Vieh. Beiß an. I know you want to. Ja, danke schön. You did good. Not. You can show a bit of emotion, you know. Auch nicht. God damn it! Ich soll noch diesen einen Felsfisch. Fuck. Bist du der Felsfisch? Fuck. Okay, so schon mal nicht. Das liegt bestimmt an diesem furzenden Dino da im Hintergrund. Daran das liegt, genau. Weißt du, der verscheucht die ganzen Fische mit seinem Rumgefurze. Mhm. Okay, was hat das jetzt gebracht? Come on. Are you fucking kidding me? Komm schon. Blöde Fickfische, ey. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Fangrate darauf am Anfang angepasst wird einfach. So, du fängst das Angeln an und dann bestimmt das Ganze. So, jetzt fängst du oder fängst nicht. Das ist manchmal irgendwo. Guck, jetzt schmeiß ich rein und die Viecher denken sich, oh geil. Shit's lit. Beiß. Ich weiß, du Fickfisch. Geht doch. Immerhin noch mal einer, der wenigstens kämpft. Ein bisschen zumindest. Oh. Okay. Wow, you did good. Wow. Bist du der Fisch, den ich suche? Nee, du bist auch nur ein Astrobarsch. Das sind nicht die Fische, die sie suchen. Alter, ich fange hier gerade nur die falschen Fische. Ich kriege einen Brechreiz.
komisch eigentlich, weil das eigentlich wirklich einfach der einfachsten Fische ist zu fangen. Ja, offenbar. Weil wie gesagt, ich habe schon jetzt, ich habe extra den Köder genommen, der dafür ausgelegt ist für die Mission. Not. You can show a bit of emotion, you know. Kurzhornblau. Alter. Wir müssen in unser Auto bald eine Kühltruhe einbauen, wenn das so weitergeht. Auch nicht der Fisch, den ich suche. Ach, jetzt darf ich blocken. Oh, super klasse. Ich habe keine Ahnung, warum der Astrobarsch Astrobarsch heißt. Muss in den Sternen liegen. Ich weiß, da ist Vivi schon nicht hier und dann. Bist du stolz auf dich? Ja, ein bisschen. Das ist der. Das ist der, das ist das, was ich liebe. Okay, die Musik war gerade um einiges rabiater. Okay, dabei ist es eigentlich nur, das ist schon wieder ein größerer, nur noch größer. Aber immer noch nicht der, den ich brauche. Focus. Wieso kann ich die Beschwörung nicht benutzen? Fucking hell. Noch so ein Weakling. Last one. Ich möchte doch nur diese Quest gerade machen, wenn ich schon mal hier bin. Mehr will ich doch gar nicht. Alter, ich kann nicht näher rankommen. Sorry, Beschwörung, aber wenn du nicht funktionieren willst, dann lass es halt. Ich hab geblockt. Get over here. Mini-Fish, geil. Hey, Noctis Okami und hey, warte mal, wo war deiner noch gerade? Maku Agotoras, dir auch. Moin, moin. Moin, moin, wir sind hier am Angeln. Wo ist denn Fisch des Tages? Hab ich heute reinbekommen. Hat noch gesabbelt vor ein paar Minuten. Weißt du, da willst du eigentlich nur diese Quest machen? Weil dieser Fisch denkt sich, nö. Wenn du schon mal hier bist, verschwendest du den ganzen Tag mit Angeln. Ah, ich muss diesen Fels irgendwas Fisch fangen. Barramundi. Barramundi, genau. So praktisch einer der absoluten Tutorial-Fische. Ja, aber ich hab den See bald leer. Are you sure? Ja. Ist man sich sicher, dass der Fisch hier drin ist? Muss erst den See leer fischen. Weil viel fehlt nicht mehr. Ja, ist doch gut. Dann hast du vielleicht irgendwann mal eigentlich endlich den richtigen Fisch. Das Problem ist, die Biester respawnen ja, also von daher. Naja, wenn du einmal alles leer gemacht hast. Ups. Ich bin ganz ehrlich, mir macht das Angeln ja Spaß. We could save it for another day. No need to force it. Yeah. Mir macht ja Spaß, so ist es ja noch nicht. Mir geht's nur gerade auf den Sack. Dass ich mir denn die ganze Zeit dieses Gefurze von diesem Dino da hinten anhören muss. Ja, genau. Während ich hier versuche zu angeln. Habe ich echt einen falschen Köder? Ich habe die ganze. Oh. Das könnte jetzt so einiges erklären. Ich habe nur Barramundi gelesen. Es gibt verschiedene Barramundis. Offenbar! Es gibt für jeden Angelspot einen anderen Barramundi. Jedenfalls fühlt sich so an. Barramundi ist hier offenbar sehr ergiebig. In dieser Welt. Focus. Naja, macht nichts. So haben wir jetzt immerhin einiges an Fischfilets für die nächsten paar Campingtrips.
Bist du ein Fels, Bundimundi? Nee, du bist auch nur so ein Astro-Arsch. Ah nee, du bist ein Blau-Kiemling. About time for a new line, ain't it? Oh scheiße, stimmt. Almost got him. Don't let up. Und natürlich, genau jetzt. Und jetzt habe ich natürlich hier... Jetzt, wo meine Leine am Rippen ist... Hast den richtigen dran. Habe ich wahrscheinlich einen richtigen dran. Jetzt muss ich mal ein bisschen tatsächlich... Den wirst du nicht kriegen. Den werde ich kriegen. Fuck you. Was soll man wetten, dass ich den kriege? Pass auf. I get this fucker. Ich bin wohl einfach zu Nein! So close! Ja, und genau das habe ich mir nämlich gedacht, dass du ihn nicht kriegst, einfach weil, wenn der Fisch am Ende ist, immer so hin und her schnell wedelt, dann ist es scheißegal, wie vorsichtig du angelst. Du kriegst ihn nicht. Scheiße. Oh, es war so close. What? Can't you catch us something bigger? Talk about backseat fishing. So komm jetzt, beiß an, du Fickvieh. Jetzt diesmal kriege ich den. Nee, das ist wieder so ein No-Name-Fisch. Dieser Fisch hat keine Follower. Oh nee, Noctis Okami, ich glaube, das ist ein bisschen zu overkill. Wie sind die nur jetzt zu plätten, oder was? Nee, alle Baramundis aufzuzählen. Ach so. Hat er mich jetzt ernsthaft erwischt, der Sack? Ein Astrobarsch! Alles klar, Baku, bis denn. Weißt du, da hat es ist schon bald wieder Abend. Naja, du kannst wohl den ganzen Tag verangeln. Das mache ich auch gerade, also. Nee, du bist auch so ein... Nee, dich brauche ich gar nicht. Du kannst dich gleich wieder verpissen. You're fishing up a storm. Komm. You're wasting my fish. You did good. Astro-Barsch-Arsch. Ja, einmal meine nochmal voll, sicherheitshalber. Nicht, dass jetzt auf einmal wieder der Richtige kommt. Und dann sitze ich da. Ey, ich habe jetzt gleich echt einen ganzen Tag gefischt. Okay. Beiß doch jetzt an, du. What? Can't you catch us something bigger? Talk about backseat fishing. Talk about backseat fuck. Meine Güte. Fang doch jetzt diesen Fisch. Ich hatte ihn doch eben gerade. Vor allem, ich bin jetzt genauso schon wie dieser andere Typ. Ich stehe den ganzen Tag hier und... Ja, genau wie Nave. Genau. Ich stehe den ganzen Tag gleich hier. Ich kann gleich zum Campingplatz wieder zurück. Meine Fresse! Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, da spawnen keine Sicher. Also du kannst da ruhig einfach die ganze Nacht auffischen. Okay. Ey, jetzt wollt ihr mich doch verarschen hier. Komm. Ach komm, stirb doch einfach, du Sackgesicht. Komm jetzt an. A mortal struggle between man and fish. Ja. Oh, you're on fire. Noch ein Grund, warum ich die englische Synchro mag. Diese ganzen Wortwitze. Also gehst du mir echt auf den Keks. This is it. Das ist er.
jetzt her. Ich hab dich gleich. Das Mal kriege ich dich. Nochmal kommst du mir nicht. Gotcha! The prize catch. That's the one Navith was talking about? Ach, guck mal, jetzt, das ist er. Krag Barramundi, alright. Wow! Alter, und Ignis. Oh, geil, das, den kann man bestimmt so essen. Got it. Das reicht's mir. Wir haben nur fast den gesamten Tag geangelt. Got your fish. Well, I'll be darned. Stimmt, FP kann man ja auch mit Angeln farmen. FP, EP, alles. Sure? Sure, I'm sure. With that lure, you'll be able to diversify. Reel in more kinds of fish. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Erfahrung ich jetzt gleich dafür kriege. Ich glaube nicht so viel, aber das andere schöne Sachen. Aufgabe abgeschlossen, yay. 1500 Erfahrung. Da, was ich den ganzen Tag gefischt habe. Und ich habe einen Tomberry Angelteil bekommen. Hm. So, warum ich jetzt. Wenn du angeln magst, solltest du wirklich die Quest von Navith immer machen. Ignis, ich bin jetzt in charge of finding dinner tonight. Ist dir bewusst, wie viele fucking Fische ich gerade an Land gezogen habe? Und wir können komplette Sushi-Restaurant damit aufmachen. Ja. Ist echt so. Jetzt kann ich schon wieder zurück zum Campingplatz. Das mache ich auch. Einmal komplett auftanken nochmal. Und dann kann man beim nächsten Mal tatsächlich wieder zurück. Ja, ich habe für den jetzt nur so lange gebraucht, wie aus Dummheit. Ja, weil er einen falschen Köder verwendet hat. Idiot. Selber Idiot. Idiot! Idiot! Chefe, Chefe, ich nix schuld. Motorrad, komm so, boom. It's bedtime. Früh ins Bett, früh aus dem Bett. Bilanz, alles D. Du warst mit Fischen beschäftigt, du faules Stück. Pilzeintopf. Auf Fleisch. Alter. Oh, und Level 20. Level 4 angeln. Fast schon Level 5. Fische beißen schneller an. Oh, das ist doch schön. Mhm. Na, Prompto, was hast du für Bilder gemacht? Wo wir angeln waren? Yep. Only. Das Angeln macht aber auch Spaß. Das ist schlimmer als Sache. Keep it moving. So. Right behind you. Achso, nee. Aufgaben. Wird später schön. Die Dinger habe ich überfahren und die. Achso. Oh, da liegt aber noch was. Ich muss es gedrückt halten. Ach, guck mal, eine Knarre. Liegt ja einfach eine Knarre am Baum.
Schön, wie es einfach mal nicht gemacht hat. Ach, guck mal. Eine Gedenkmütze. Eine Mütze. Oh mein. Sind das Baby-Chocobos? Ja. Chocobo-Küken? Also Chocobo-Hähnchen? Hey. Wir sind hier nicht bei KFC, Kentucky Fried Chocobo. Oh mein Gott, sind die putzig. Gut, dass Vivi gerade nicht hier ist. Oh Gott, sind die knuffig. Lass mich einfach nur Vivi nachmachen. Oh mein Gott, sind die niedlich. Nee, aber ohne Scheiß. Nee, die habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ich war zwar hier, aber... Good call. Now ja. It's picture time. Ich war nicht auf, ich war dahinter, hinter dem Gebäude nicht. Oh, love the lighting. Okay, ich meine, Chocobos sehen aus wie Chocobos. Also. Your boys did it. Sehen aus, wie man sich das vorstellt. Ja. Chocobo ist Chocobo. On behalf of the locals, I give you my heartfelt thanks. So, about the Chocobos. Our birds are at your disposal. You can rent them anytime you like. Cool, ich kann jetzt also jederzeit Chocobos reiten. Ja. 3000 Geld und ein Armband. Eine schöne Alternative zum Regalia. Und das ist jetzt die Belohnung, von der gesprochen wurde. Boy, you really saved our hides. Okay, cool. Chocobos reiten dürfen. Woohoo! Come on, Noct! Let's go for a ride! Achso, jetzt sind diese Stationen quasi für mich verfügbar. Yep. Chocobo-Mietung ist nun verfügbar. Nice. Verleihautomaten, kannst du dir ein Chocobo mieten? Also es ist quasi wie den Regalia-Fahren, nur mit Hähnchen. Es ist leichter zu kontrollieren und es hat auch eine schöne Mechanik. Und du musst den Chocobo nicht reparieren. Ja. Du kannst ihn aufleveln, indem du mit ihm reitest und was nicht alles. Aber da ich jetzt gerade noch eigentlich Hauptquest weiter, also hier generell Quest weitermachen möchte, fahre ich, glaube ich, erstmal wieder mit dem Regalia. Ja, ich will mein Auto nicht einfach irgendwo denn in der Pampa stehen lassen, weißt du? Okay. Aber ich werde noch ein Chocobo reiten, oder? Das will ich mal. Ja, das glaube ich. Ach, guck mal hier. Das ist ja Federn und Fänge, das ist gleich da oben. Federn, Klauen und Fänge, whatever. Better make tracks. Ignis, we're going. On my way. Also ein paar. Ein Sandstein. Ich mash Dreieck. Manchmal kommt er raus, manchmal kommt er nicht raus. Alter, das sah gerade aus, als hätte ich Gladio aufgespießt. Oh, hi there, opening. 9 Stück sind das. Alter Verwalter. Nice one, Pronto. Gotta love it. Problem ist, hier sind überall Büsche, wo im Weg sind. Kann ich sehen. Pronto.
Oh, hi there, opening. Nice. Hat er sich mal ins Speer gesneakt? Oh, hi there, opening. Kann nichts sehen. Ich sehe nur Gebüsch. Alter, jetzt sehe ich wieder was. Okay. Ah shit, ich bin vergiftet, wa? Zack! Alter, diese Kombos funktionieren manchmal so unglaublich stylisch. Mhm. Schon noch hin. Hey, Solin. Jagdziel erlegt. Nice. I'm dying of thirst here. I'm starving to death. And yet we're all very much alive. So viele Schnurrhaare. Ich gehe die mal verticken. Aber erstmal Ausrüstung. Gehen zwar nur Peanuts, aber da du so viel davon kriegst, kriegst du schnell viel Geld. Jetzt am Anfang, wo Geld sowieso wirklich eine große Rolle spielt. Das wichtig. Ach, Durchschuss kann man bis Level 10 sogar machen. Mhm. Sternenhülle. Zieht auch nochmal Gegner aus, wenn ich schwächt sehe. Ah. Kostet auch nur einen. Nice. Macht aber keinen Schaden. Oh, wenig, ja. Ist halt wirklich nur ein Debuff. Ach, von Nebenmissionen lebt das Spiel doch. Ich mal, ich bin froh, dass es hier Nebenmissionen gibt. Mal wäre es was anderes zu tun. Story schön und gut, aber so eine Nebenmission. Mal Ablenkung von dem Ganzen. Mhm. Besonders Angeln und alles. OMG, guys. They've got Chocobo races here. Your point being. We have to stay and watch. Oh, we have to continue our journey. Come on, just a little longer. Diese Chocobo-Küken sind so absolut süß. So what'll it be today? Ah, schon bald Rang 3. Pretty tough customers. Ach du, die 80 Nebenmissionen, die habe ich schnell zusammen. Well, congrats on the promotion. Ach, das ist lächerlich. So, ach, dafür mach ich die Dinger zu gerne. Y'all still keepin' on, keepin' on? Y'all come ach, back ach, soon. Mann, ey, diese Kleine, ey. Howdy. What can I do you for? What can I do you, man? Schmörnimer, nimmerschnimmer. Wo sind die Dinger? Blaukiemschuppe. Ja, okay, ich glaube, ja. Die bringen ja gar nichts, Alter. Ja, ja, es bringt zwar nichts, aber bei der Masse. Das plus, 99, plus 99 ist Maximum, also. There you are. Bitte nach da. Money! Thanks! Come back soon! Chocobo rennen, wie denn? Bei ihr hier? Well, howdy! Nee, nee, nee. Nee, das ist Chocobo füttern.
Wenn du auf die Karte guckst, dann siehst du eine obviously Rennstrecke in der Nähe. Das ist eingezeichnet. Ich kauf mal ein bisschen. Y'all come back now. Ja, super gestreichelt, Nocked. Ja. Das hast du richtig gut hingekriegt, Alter. Respekt. Die Sache ist, er hat den Chocobo so, komm her. Und der Chocobo einfach, nö. A fork you. Wer bist du? Und dann halt, das ist jetzt peinlich. Peinlich. Also, ich will da eigentlich nur, genau. Da sind wir, da ist auch noch eine Quest. Oder ist es die Rennstrecke? Nö, es ist einfach nur ein Typ, der hier... Okay. Mangelnde Fragezeichen sind immer Nebenquests. Also. Seeing as we're near, why don't we make a stop at the Disc of Corthus? Ja. Yeah, that sounds good. Wonderful. I've always wanted to see the Meteor of Legend. Pilgerfahrt. Wir haben dem Typen einfach mal zugehört. Und wir haben sich gedacht, ja geil, lass doch mal hinfahren. Ey. Roadtrip. Du hörst von einer... Von irgend so einem Penner, was los ist und dann, ja. Na, ich meine, wenn so ein Penner einfach in der Pampa steht und sich denkt, boah, das wäre ein geiler Ort, da hinzufahren. Problem, ich habe kein Auto. Du denkst dir einfach so, suck it. Suck it, ich habe einen fucking Monster Truck. So, dann wollen wir mal gucken. Aufgaben. Ne, Hauptquest will ich gerade nicht machen. Was ist denn hier gerade in der Nähe? Hier, wilde Wasser sind tief. Das können wir nochmal machen. Ist gerade in der Nähe. Ich mag die Frau nicht. Ja, ich mag auch mal Sommer gucken. Hier ist... Ach, guck mal, da kann ich auch gleich das hier erledigen. Und dann kann ich da nach oben und da gibt es noch eine Quest. Alter, ich habe hier Spaß gerade. Aber Sekunde. Spaß in den Backen.